Ich möchte dir heute einen Einblick in die Technik verschaffen, die hinter den Kryptowährungen steckt. Schlagworte wie Blockchain oder Mining, die sind in aller Munde. Doch was verbirgt sich dahinter? Ich werfe einen Blick darauf, wie die Blockchain-Technologie funktioniert, warum sie wichtig ist und warum sie unser Leben in Zukunft beeinflussen kann. Ein besseres Verständnis der Blockchain-Technologie, das kann helfen, deine Sicht auf den Kryptowährungsmarkt zu verändern. Herzlich willkommen bei Insider Week. Mein Name ist Alex Kaspareit und heute geht es um die Technologie hinter Bitcoin. Der CME Bitcoin Future, der hat in den letzten Monaten einen langen Weg hinter sich. Nach seiner Einführung im Jahr 2017, da erlebte er einen kurzen Aufschwung und war am Ende des Jahres bei knapp 20.000. Dann dümpelte er in der Folgezeit zwischen rund 4.000 und 15.000 hin und her. Im Dezember 2020, da stieg er dann nach oben und begann seinen beeindruckenden Aufstieg bei 18.000. Und 4 Monate später, am 15. April, da erreichte er einen Gipfel bei 63.840. Ein Plus von 9.164 Ticks oder $45.820. Dann ging es ebenso schnell wieder nach unten und heute, weitere 3 Monate später, da finden wir den Kurs wieder nahezu auf demselben Niveau, den er zu Beginn des Jahres 2021 hatte. In diesem Video soll es aber nicht um den Handel mit den Bitcoins gehen. Ich möchte dir heute einen kleinen Einblick in die Technik verschaffen, die hinter den Kryptowährungen steckt. Was ist eine Kryptowährung? Was eine Währung, also Geld, ist und welche Eigenschaften und Funktionen diese Währung aufweisen muss, das habe ich ja bereits im ersten Video erläutert. Solltest du dieses Video aber noch nicht gesehen haben, ja, dann schau es dir bitte unbedingt im Anschluss an. Ich verlinke es dir mal unter diesem Video. Dabei habe ich auch klar gemacht, dass eine Kryptowährung alle Anforderungen an eine herkömmliche Währung, auch Fiat-Geld genannt, erfüllt. Trotzdem verbleiben da natürlich Fragezeichen. Wie schaut denn eine Kryptowährung überhaupt aus? Ist es Geld wie unser Euro oder der Dollar? Ja und nein. Es gibt auch Bitcoin-Münzen. Aber das ist nicht die eigentliche Form eines Kryptos, von dem der Bitcoin ja auch nur ein Vertreter ist. In Wirklichkeit ist ein Krypto ein digitales Datenmuster, also eine Abfolge von Nullen und Einsen, denen ein bestimmter Wert zugewiesen wird. Jetzt muss ich allerdings als erstes eine Kleinigkeit klarstellen, die immer wieder zu Verwirrung führt. Was ist ein Bitcoin und was ist ein Bitcoin? Auf den ersten Blick dasselbe, aber der Unterschied, der liegt im Kleinen. Bitcoin mit großem B ist eine API, also die Programmierplattform, mit der das Geld hergestellt wird. Und Bitcoin mit klein b ist eben die Währung. Bitcoin mit klein b ist nur eine allererste Anwendung von Bitcoin mit dem großen B. Bitcoin kann für die Zukunft als offene Plattform für den Austausch von beliebigen Werten verwendet werden, ähnlich wie das Internet eine offene Plattform für den Austausch von Informationen ist. In Bitcoin folgt die Geldpolitik einer einfachen Regel. Die endgültige Geldbasis wird auf etwa 21 Millionen Bitcoins festgelegt. Neue Bitcoins werden nach einem festgelegten Zeitplan geprägt und an Benutzer ausgezahlt, die helfen, das Netzwerk zu sichern. Es dient einem doppelten Zweck. A. Den Bitcoins aufgrund ihrer Knappheit einen Wert zu verleihen und B. Anreiz für Benutzer zu schaffen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden und es durch Bereitstellung ihrer Rechenleistung zu sichern. Das Herz der Kryptowährung. Bitcoin basiert auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk von Computern, auf denen diese Software läuft. Diese Computer werden Nodes genannt. Das Herz von Bitcoin, das ist eine verteilte Datenbank, die eine Kopie des gemeinsamen Asset Ledgers, des Hauptbuchs aller getätigten Transaktionen, enthält. Diese Datenbank verteilt, das heißt jeder Teilnehmer im Netzwerk, also jeder Knoten, hält eine Kopie davon. Die Kopien dieser Datenbank sind völlig konsistent. Jeder Benutzer in diesem Netzwerk, der verfügt über einen kryptografischen privaten Schlüssel. Wenn ein Benutzer Geld ausgeben möchte, dann muss er diesen privaten Schlüssel verwenden, um eine Nachricht zu signieren, die angibt, an wen er das Geld senden möchte und wie hoch der Betrag sein soll. Diese Nachricht, die sendet er an das Netzwerk. Nehmen wir an, Alice hat eine digitale Münze, einen sogenannten Token. Hier dargestellt durch die Binärzahl 01000101. Sie kann diesen Wert an Bob übertragen, indem sie ihm eine Nachricht mit dieser Zahl schickt, sodass Bob eine Kopie der Zahl und damit den Wert hat. Das Problem dabei ist natürlich, dass Alice nichts daran hindert, die gleiche Zahl eben auch an andere Benutzer oder sogar an viele weitere Benutzer zu senden. Ein digitaler Wert, der kann also nicht einfach als eine Zahl dargestellt werden, die beliebig oft weitergegeben werden könnte. Es muss also irgendein Kontrollorgan da sein, das aufpasst, dass ein Dollar auch eben nur einmal ausgegeben werden kann. Eine zentrale Datenbank wie eine Bank, die würde dieses Problem ja lösen. Schickt Alice ihren Dollar an Bob, dann wird dort vermerkt, dass Alice ihn nicht mehr hat. Möchte sie ihn ein zweites Mal schicken, dann wird diese Transaktion eben verweigert. Aber es gibt einige Probleme, die mit einer zentralen Datenbank verbunden sind. Alle Benutzer müssen sich zuvor bei einem zentralen Server registriert haben. Somit kennt die zentrale Datenbank die Identität aller Benutzer und sammelt deren finanzielle Historie. Eine zentrale Datenbank ist auch ein leichtes Ziel für Angriffe, entweder durch Insider oder durch Außenstehende. Wenn ein Angreifer die Kontrolle über die Datenbank erlangt, dann kann er die Eigentumsverhältnisse aller Gelder ändern, sie also ihren rechtmäßigen Eigentümern stehlen. Oder er könnte neues Geld, also neue Token, erstellen und sie sich selbst zuweisen. Der vielleicht größte Nachteil eines zentralen Servers ist die Störanfälligkeit. Er stellt einen Single Point of Failure dar.
März 2021, Europas größter Cloud-Anbieter OVH. Dort brennt in Straßburg am Rheinufer ein 5 Etagen hohes Rechenzentrum mit Platz für 12.000 Server vollkommen nieder. In unserem derzeitigen Finanzsystem, da sind diese Kontrollorgane die Zentralbanken. Einer der Grundgedanken der Entwickler der Cryptocurrencies war es jedoch, auf genau diese Zentralorgane zu verzichten. Was ist die Blockchain? Im Zentrum des Bitcoin-Netzwerks, da steht die dezentrale Datenbank. Sie bildet quasi das Hauptbuch, das den Kontostand eines jeden Bitcoin-Benutzers enthält. Diese Datenbank, die wird auf jedem Rechner des Netzwerks gespeichert. Bitcoin identifiziert Benutzer durch große Zeichenfolgen aus Buchstaben und Zahlen wie diese hier. Die Adresse ist der öffentliche Teil eines öffentlich-privaten kryptografischen Schlüssels. Der private Teil dieses Schlüssels, der befindet sich unter der Kontrolle des Benutzers. Wenn also zum Beispiel ein Benutzer wie Alice einem anderen Benutzer wie Bob etwas Geld schickt, dann verwendet sie ihren privaten Schlüssel, um eine Nachricht zu signieren, die sie an dieses Netzwerk dann sendet. Diese Nachricht erhalten gleichzeitig alle Benutzer, also alle Knoten im Netz. Nach dem Empfang von Alice' Nachricht erfolgen die Knoten im Netzwerk diesen Schritten. Sie überprüfen, ob die Signatur korrekt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann weisen sie die Nachricht zurück. Sie prüfen, ob die sendende Adresse über genügend Guthaben verfügt, um die Transaktion auch durchzuführen, sonst wird die Transaktion als ungültig betrachtet. Schließlich wird die Datenbank aktualisiert, wobei das Guthaben von der einen Adresse abgezogen und der anderen gutgeschrieben wird. Ein wichtiges Detail ist, dass die Knoten im Netzwerk weder die Identität von Alice noch von Bob kennen, da die Benutzer ja nur durch ihre Buchstabenadresse identifiziert werden. Bitcoin-Benutzer, die werden durch ein Pseudonym identifiziert. Bitcoin bietet Pseudonymität, Bitcoin bietet aber keine Anonymität. Es ist eine übliche Fehlmeinung, dass ich im Internet völlig anonym bin, nur weil ich keinen Namen oder Postadresse angeben muss. Es werden keine personenbezogenen Daten hinterlegt, doch Bitcoin kann anhand der Pseudoadressen auslesen, wer ein Geschäft abgewickelt hat. Auch die vorigen Transaktionen können rekonstruiert werden. So können gezielt Empfänger auf Nachfrage von staatlichen Organisationen ermittelt werden und an die fordernde Behörde weitergegeben werden. Diese Adressen werden allerdings nicht zentral durch das Netzwerk vergeben. Sie werden in den Geräten der Benutzer erstellt, wenn die Bitcoin-Software läuft, die kryptografischen, öffentlichen und privaten Schlüssel generiert. In einem zentralisierten System, da werden die Gelder von einer zentralen Instanz gehalten, die auch die Mittel besitzt, diese Gelder zu kontrollieren oder zu sperren. Im Gegensatz dazu befinden sich in einem dezentralen System die privaten Schlüssel, die den Zugriff auf die Gelder ermöglichen, ausschließlich in den Händen der Endbenutzer. Diese verteilte Datenbank von Bitcoin wird Blockchain genannt. Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und etwa alle 10 Minuten gruppiert. Diese Blöcke von Transaktionen, die werden dann nacheinander in einer Kette von Blöcken aufgezeichnet, daher der Name Blockchain. Das Schema zeigt einen Block der Blockchain. Zunächst enthält jeder Block eine Gruppe von gültigen Transaktionen, den Hash des vorherigen Blocks und eine Nonce. Diese Nonce im Block dient als Prüfsumme der Transaktion. Jeder Block enthält außerdem eine spezielle Transaktion, die Coinbase genannt wird. Diese Coinbase ist die erste Transaktion in einem Block. Sie hat nur einen Transaktionsinput, der eine besondere Bedeutung als Reward, als Belohnung beim sogenannten Mining hat. Warum ist diese Blockchain so sicher? Das wichtigste Element ist der Hash des Blocks, der aus den Daten der Transaktionen im Block errechnet wird. Dieser Hash ist ein wesentliches Merkmal der Sicherheit. Es ist unmöglich, diese Daten im Block zu ändern, ohne dass dies weitreichende Folgen hätte. Die Manipulation eines Blocks innerhalb einer Blockchain, die führt dazu, dass sich der Hash des Blocks ändert. Diese Änderung machte den folgenden Block, der ja auf den Hash des ersten Blocks folgte, ungültig. Tatsächlich macht die Änderung eines einzelnen Blocks alle folgenden Blöcke ungültig. Dieser Aufbau verleiht der Blockchain ein hohes Maß an Sicherheit. Etwa in 10 Minuten Abständen wird dann der jeweils nächste Block angefügt. Und dieser ist dann mit dem vorigen verkettet. Dabei bleiben alle vorherigen Transaktionen erhalten. Die Kette wird also länger und länger und es werden keine Glieder daraus entfernt. Das geschieht, wenn jemand einen neuen Block im Netzwerk erstellt. Der neue Block wird an alle Nodes im Netzwerk gesendet. Jeder Knoten verifiziert dann den Block und stellt sicher, dass er nicht manipuliert worden ist. Wenn alles in Ordnung ist, dann fügt jeder Knoten diesen neuen Block zu seiner eigenen Blockchain hinzu. Diese Methode, die mag im Vergleich zu einer regulären, relationären Datenbank eine recht seltsame und aufwendige Art sein, Informationen aufzuzeichnen. Die Blockchain, die wurde entwickelt, um gegenüber Angreifern im Netzwerk widerstandsfähig zu sein. Blöcke sind miteinander verkettet, um eine Aufzeichnung der Transaktionshistorie zu erstellen, die nicht verändert werden kann. Die Verbindung zwischen den Blöcken, das ist eine kryptografische Verbindung, die nicht gefälscht werden kann. Es sei denn, der Angreifer, der hätte enorme Rechenressourcen und Zeit zur Verfügung. Da eine Kopie dieser Transaktion auf allen Nodes dieses Netzwerks vorhanden ist, dann müsste der Angreifer gleichzeitig die Daten aller Nodes verändern. In diesem Video habe ich versucht, dir das Prinzip der Blockchain, des grundlegenden Hintergrunds der Bitcoin-Technologie, näher zu bringen. Ich habe versucht, es so einfach wie möglich darzustellen. Die Wirklichkeit, die ist nämlich, was die dahinterstehende Technologie betrifft, noch um einiges komplizierter. Mit der Blockchain, da liegt eine Technologie vor, die weitgehend gegenüber Angriffen und Manipulationen von außen abgesichert ist. Ich sage weitgehend, denn ob es eine absolute, hundertprozentige Sicherheit geben kann, das wird die Zukunft zeigen. Der wesentliche Aspekt dieser Technologie ist, eine zentrale Instanz, die wird unnötig. Dies erhöht zum einen die technische Zuverlässigkeit.
Sowohl der Single Point of Failure wird ausgeschlossen, als auch die Möglichkeit eines Angriffs an einem zentralen Punkt das System in den Abgrund zu reißen. Allerdings geht mit dem Fehlen einer zentralen Instanz auch ein neues Problem einher. Die Möglichkeit, staatliche und einflussreiche Organe direkt und unmittelbar alle Aktionen zu überwachen und zu lenken, die entfällt. Zwar bietet die Blockchain keine Anonymität der Handelnden, alle Transaktionen, die sind dauerhaft aufgezeichnet und zurückverfolgbar, doch ein unmittelbarer Eingriff, wie zum Beispiel die Sperrung eines Kontos oder das Rückgängigmachen einer gültigen Transaktion, das ist eben nicht möglich. Welche Folgen das haben kann, das wird in naher Zukunft noch zeigen. Mittlerweile, da gibt es erste Staaten, wie zum Beispiel die Türkei, die Transaktionen mit Kryptowährung gesetzlich verboten haben. Doch nicht nur Staaten, denen nachgesagt wird, dass sie es mit der Freiheit ihrer Bürger nicht ganz so genau nehmen, agieren gegen Kryptowährung. Am 9.7. da schreibt das Magazin T3N einen Blogbeitrag. EU-Entwurf will anonyme Krypto-Wallets verbieten. Innerhalb der EU-Kommission regt sich Widerstand gegen Kryptowährung, genauer gegen deren anonyme Nutzung. Der Link zu dem Artikel ist unter dem Video. Auch ist unser umfangreicher Artikel auf unserer Website unter diesem Video verlinkt. Schau da unbedingt mal vorbei. Wir finden das Thema rund um die Kryptowährung sehr spannend, haben aber natürlich als Trader hauptsächlich Profitabsichten. Bei unseren Rohstoffen, da gibt es viele fundamentale Daten, welche es eben für diesen Bitcoin nicht gibt. Deswegen sollten wir wenigstens die Basics zu diesem Basiswert kennen, bevor wir uns an den Handel wagen. Das Gute ist, durch den Bitcoin Future, da gibt es auch einen COT-Report, welchen wir dann natürlich für unser Trading verwenden können. Im nächsten und im letzten Grundlagenvideo über die Kryptowährung, da rede ich dann über den Mining-Prozess, bevor wir uns dann ausschließlich dem Trading mit den Bitcoins zuwenden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du unsere Arbeit wertschätzen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun mit einem Daumen oder einem Abo. Vielen Dank dafür. Nun wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und sende dir beste Grüße. Dein Alex Kaspareit. Hier oben, da kommst du zu unserem ersten Video über die Kryptowährung. Direkt darunter, da kommst du zu unseren Performance-Videos. Und hier rechts, da kannst du den Kanal abonnieren. Bitte erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!